Herzlich willkommen zum heutigen Mrs. Greenery Kaffee. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wie schön, dass ihr mit mir eine Tasse Kaffee oder Tee oder Limonade trinkt, je nachdem wie das Wetter ist. Momentan ist ja Sommer pur. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, hier ist gerade ein echt starkes Gewitter. Also wundert euch nicht, wenn es im Hintergrund ein bisschen donnert und scheppert. Ja, außer dem Gewitter, es ist ein tolles Sommergewitter, es ist draußen immer noch richtig, richtig warm, ist definitiv der Sommer eingekehrt. Ich glaube, am Wochenende war es deutschlandweit oder knapp 30 Grad im Schatten. Es war der absolute Hammer. Und bei mir ist es ja immer so, wenn der Sommer da mal da ist, dann brauche ich ganz viel tolles, frisches Grün und Schneckendeko. Ich liebe Schneckenhäuser und ich liebe frische Sukkulenten. Deshalb haben bei mir auch am Wochenende, oder besser gesagt letzte Woche Donnerstag, die Sukkulentenwochen gestartet. Ich habe jetzt wieder frische Sukkulenten und Pileas für euch im Sortiment. Und was ihr daraus Schönes zaubern könnt, vielleicht habt ihr auch schon ein paar zu Hause, das möchte ich euch heute und auch im Laufe dieser und vielleicht noch nächster Woche zeigen. Mal gucken, wie ich dazu komme, wie ich Zeit habe und was ich für Ideen habe. Obwohl ich euch sagen muss, an Ideen mangelt es eigentlich nie. Zuallererst seht ihr schon mal hier auf den ersten Blick, was Schönes, Grünes, Frisches eingetroffen ist. Und ich glaube, wir haben heute einen Gast. Die Inka ist auch mit dabei. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass es sein kann, dass vielleicht momentan ein paar Exemplare ausverkauft sind. Aber keine Sorge, ich bekomme am Donnerstag wieder Nachschub. Also ein bisschen Geduld. Na Inka, was meinst du dazu? Na, sie überlegt sich's noch. Also, zuallererst möchte ich euch heute zwei ganz einfache, oder sind es drei? Es sind drei ganz einfache Deko-Ideen zeigen, mit denen ihr im Handumdrehen eine total schöne und natürliche Deko mit euren Sukkulenten, Pileas oder anderem Grünmaterial zaubern könnt. Vielleicht habt ihr auch sowas Ähnliches daheim. Ihr könnt das Ganze auch mit Hauswurz umsetzen. Gibt es übrigens auch im Mrs. Greenery Sortiment. Und ja, ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an. Ich weiß, einige von euch haben auch den antiken Mini-Vintage-Eimer zu Hause. Und nur so als Tipp, die großen Aloe-Pflanzen, ach Inka, möchtest du dazu gucken? Die großen Aloe-Pflanzen, aber auch die größeren Sukkulenten, die ihr bei mir findet, die passen von der Größe her perfekt in diese Mini-Vintage-Eimer. Achtet aber darauf, die sind, ich glaube, du bist im Bild, achtet aber darauf, die sind nicht alle hundertprozentig wasserdicht. Also macht unten ein bisschen Plastik rein oder einen kleinen Untersetzer, damit nichts unten durchtropft. Und ich muss euch sagen, von der Optik her finde ich das in der Mini-Vintage-Eimer wirklich so ganz pur am schönsten. Was ich hier gemacht habe, ich habe noch eine Feder reingesteckt. Und das ist jetzt wirklich eine ganz easy peasy Idee, Deko-Idee. Da braucht es ja nicht viel dazu. Einfach rein damit. Und als nächstes möchte ich euch aber eine Idee mit den Sukkulenten zeigen. Und das Schöne daran ist, ich kann euch auch mal das Wachstum zeigen. Ich habe nämlich diese kleinen Mini-Sukkulenten, die bekommt ihr bei mir auch im Sortiment in einer ganz, ganz großen Auswahl. Die habe ich letztes Jahr hier in diesen schönen Rattan-Topf gepflanzt. Und ich muss ja ehrlich zugeben, ich habe es mit Topfpflanzen nicht so. Entweder gieße ich zu viel oder ich gieße zu wenig. Deshalb ist mein Mann Mr. Greenery fürs Gießen zuständig. Und seitdem entwickelt sich bei uns zu Hause auch wirklich alles ganz, ganz prächtig. Und schaut mal, wie toll die nach unten hängen. Leider sind die uns abgebrochen. Der Topf ist irgendwann mal vom Fenstersims geflogen und wir hatten hier auch noch einen ganz, ganz großen Buschel und der ist leider abgebrochen. Das ist aber gar nicht schlimm, denn dazu möchte ich euch heute eine Deko-Idee zeigen. Also egal, ob ihr nur wenige Exemplare in eurem Topf habt oder vielleicht auch wenn sie schon so groß sind, ihr könnt die Deko-Idee auf jeden Fall immer umsetzen. Ich finde nämlich, dass zu Sukkulenten ganz, ganz toll frische Schnecken und dann im späten Sommer, also so im Juli, August, auch Muscheln passen. Aber jetzt haben wir ja noch Mai und da ist es mir für Muscheln noch ein bisschen zu früh. Deshalb habe ich euch mal eine schöne Auswahl mitgebracht.
ich muss es euch nicht sagen, aber klar, gibt es auch bei mir im Mrs. Queenery Shop. Ich habe da wirklich für jeden Geschmack etwas. Es gibt die etwas größeren, die etwas kleineren. Ich habe goldig eingefärbte, Champagner eingefärbte. Also da ist auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei. Und schaut mal. Inka, du nicht, du kennst das aber schon. Wir zeigen es heute den lieben Zuschauerinnen. Na? Eignet sich, glaube ich, auch hervorragend als Kopfmassage für Katzen. Oh ja, schaut mal. Also, aber zuallererst, bevor wir mit den Schnecken anfangen, was man ja oftmals ein bisschen als Problem hat, egal wo ihr es reinpflanzt, man sieht manchmal das Innenleben. In diesem Fall ist es so ein bisschen ein Plastik-Innenleben, liebe Inka. Und das möchten wir natürlich kaschieren, denn ich finde, das sieht nicht schön aus, wenn das so rausguckt. Und deshalb habe ich ein paar Flechten mitgebracht. Schaut mal. Und die kann man hier so ganz easy in den Rand reinstecken und dann ist auch schon das Plastik rucki-zucki kaschiert. Und ich finde, die Flechten harmonieren wirklich richtig, richtig gut mit den Sukkulenten. Und als nächstes schnappe ich mir dann die Lamarckianer-Schnecke. Ich habe die einmal in Brauntönen, so Naturweiß. Die gibt es auch komplett weiß eingefärbt, aber ich habe mir gedacht, das passt zu meiner heutigen Deko eher nicht so. Wisst ihr was? Ich glaube fast, ich würde die dunkelbraune Schnecke wählen. Ich muss mal noch mal gucken. Ach, die helle sieht aber auch gut aus. Nee, wir nehmen die helle. Und egal, ob bei euch jetzt vielleicht auch mal was abgebrochen ist oder ob ihr einfach noch ein Loch habt, weil die Pflanzen noch nicht so groß sind, packt da einfach eine Schnecke rein. Und ihr werdet sehen, im Handumdrehen habt ihr wirklich eine ganz, ganz besondere Deko mit dem gewissen Etwas. Und wie immer, ihr kennt es ja, easy peasy. Bei mir muss es immer easy peasy sein. Ich mag keine komplizierten Dekorationen. Und deshalb hoffe ich, dass ich euch damit auch inspirieren kann. Schaut mal. Ist das nicht eine schöne Landschaft geworden? Einfach nur ein paar Schnecken rein, ein paar Flechten und schon habt ihr das gewisse Etwas zu euren Sukkulenten gezaubert. Ich gucke jetzt gerade mal noch, ob noch was passt, aber eigentlich finde ich so richtig, richtig gut. Man könnte jetzt vielleicht noch so ein paar Flechten in die Mitte stecken, aber ich finde, das muss gar nicht sein. Ich finde es so richtig, richtig schön. Und so als Tipp, wenn ihr vielleicht mal so ein Arrangement verschenken wollt, dann könnt ihr hier noch einen schönen Gruß draufschreiben für Anja oder für Birgit oder für Petra, je nachdem, wenn ihr beschenken wollt. Und schon habt ihr ein schönes, individuelles und natürliches Geschenk. Und diese Woche möchte ich auch noch mit euch zusammen eine kleine Sukkulentenlandschaft gestalten. Also da könnt ihr euch auch auf jeden Fall mal freuen. Da pflanzen wir dann ganz, ganz frisch. Und als zweite Deko-Idee, heißt als Deko-Idee doch ein bisschen auch als Deko-Idee, aber auch um euch zu zeigen, was aus den Mini-Pileas werden kann. Ich habe letztes Jahr im Herbst oder im Sommer, habe ich hier in diesen tollen Topf 5 Mini-Pileas gesetzt. Und schaut mal, was aus denen geworden ist. Ist das nicht absolut fantastisch? Also, ich muss es euch ja nicht sagen, ihr wisst, wenn eine Pflanze viel Erde bekommt und Platz hat, dann wird aus einer Mini-Pilea eine richtig, richtig große Pilea. Das sind insgesamt, wie gesagt, 5 Stück und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr das Ganze auch richtig schön dekorativ gestalten könnt. Denn momentan ist es bei mir so, ich habe im unteren Bereich nur Erde drin, die ist mittlerweile auch schon ein bisschen abgesackt und die kann man jetzt aber auch wunderbar mit den schönen großen Lamarckianer-Schnecken verzieren. Und ich finde gerade farblich passen die einfach hervorragend zu unseren 5 Mini-Pileas und sie geben dem Ganzen dann einfach auch noch mal das gewisse Etwas. Und ihr seht, das ist auch wieder so eine Deko, die ist im Handumdrehen fertig. Ihr braucht einfach nur das richtig schöne Material dafür, tolle Pflanzen, ein paar Schneckenhäuser. Vielleicht habt ihr auch noch gesammelte Schneckenhäuser aus dem Urlaub vorrätig bei euch zu Hause. Dann nehmt ihr einfach die hierher. Und ich finde, wichtig ist, dass die Farben so ein bisschen zusammenspielen und dann passt das Ganze eigentlich schon.
Bei mir ist es nun so, die Schnecken sind ein bisschen nach unten versunken, weil auch noch ein bisschen Erde fehlt oder besser gesagt, weil die Erde schon abgesunken ist. Aber gerade die Optik gefällt mir jetzt hier bei den Pileas richtig, richtig gut. Und falls ihr aber sagt, oh, eigentlich sollte die Mini-Pilea eine Mini-Pilea bleiben, dann pflanzt ihr sie einfach nicht um. Aber denkt natürlich dran, ab und zu hier mal zu düngen, denn auf Dauer reicht natürlich das bisschen Erde auch nicht aus. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch mit meinen Deko-Ideen für die Sukkulenten und die Pileas etwas inspirieren konnte. Weitere Ideen folgen natürlich noch diese Woche und vielleicht auch nächste Woche. Ich muss mal gucken, was ich so alles für euch schaffe, aber ich habe auf jeden Fall schon richtig, richtig viele Ideen im Hinterköpfchen und möchte die natürlich auch für euch umsetzen. Und wenn ihr irgendwas nachkreiert, dann schickt mir doch bitte Bilder. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute bei Mrs. Greenery Café. Und schön, dass wir gemeinsam eine nette, kreative Greenery-Zeit hatten, gell? Heute mal im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute restliche Woche. Seid kreativ, bleibt kreativ und wir sehen uns spätestens nächste Woche beim nächsten Greenery Café. Ich freue mich jetzt schon auf euch, ihr Lieben. Macht's gut!